Ihr habt sicher schon mal die Aussage von Marshall McLuhan gehört, das Medium ist die Botschaft. Damit sollte die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, dass das Medium als technisch-sozialer Apparat die Botschaft beeinflusst, die es überträgt. Das gilt meiner Ansicht nach auch für Spiele, besonders für Videogames. Ein Computerspiel ist kein neutrales Medium, in dem alles und jedes geschehen kann. Manches lässt sich dort einfacher übermitteln als anderes. Die technische soziale Geschichte des Mediums zeigt, dass es in seiner Natur kybernetisch ist. Es besteht aus Zahlen, aus Mathematik. Und diese kybernetische Grundströmung ist auch in den Games noch vorhanden. Das meiste, was man in Spielen macht, ist entweder ballistischer Natur, also es wird geschossen, es bewegen sich Objekte mit großer Geschwindigkeit im Raum, oder es geht um Organisation, Aufklärung, Lösen von Problemen, also um eine Optimisierungsmetadynamik. Wir sollten uns deshalb bewusst sein, dass wir hier auf eine Geistesgymnastik trainiert werden, die nach kapitalistischen Kriterien funktioniert. Da müssen wir schon etwas dagegen ankämpfen und eben nicht immer nur das machen, was durch einen Computer leicht zu machen ist. Also nicht immer nur schöne kleine Raster schaffen, rastergestützte Rätsel, die sich dann schön einfach lösen lassen. Wir sind noch nicht wirklich über die Vorstellung hinausgekommen, dass ein Spiel immer einen Zweck, ein Ziel haben muss. Immer wenn es ein solches Ziel gibt, eine solche Spielstruktur, dann gewinnst du oder du verlierst. Und alles im Spiel ist dann auf dieses Gewinnen oder Verlieren ausgerichtet. Deswegen schulst du den Spieler auch darauf, alles nur danach zu beurteilen, ob es dem Erreichen dieses Ziels dient oder nicht. Alles. Und alles können eben auch soziale Beziehungen sein. Ein Beispiel ist die instrumentale Beziehung zwischen dem Spieler und den süßen Tierchen in Pokémon. Die Tierchen, die für uns kämpfen, das ist kein besonders konstruktives, positives Verhältnis zwischen Mensch und Tier, oder? Auch soziale Beziehungen zu Menschen werden meist sehr instrumentalisiert. Als Spieler sprichst du nicht wirklich mit den anderen, mit der anderen Person, um sie besser kennenzulernen. Du sammelst nur alle möglichen Informationen, die dir möglichst einen Nutzen bringen sollen. Und diese instrumentalisierte Beziehung wird es so lange geben, wie wir nicht verstanden haben, dass Spiele nicht unbedingt einen Zweck haben müssen. Eight, 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 eight.